weil ich heute so wahnsinnig kreativ bin. Und ich noch was geschrieben hatte und ich das gerade auch irgendwie dumme. Habe ich meinen Grund dafür, das gerade aufzunehmen? Den braucht für euch keine Rolle zu spielen. Ja. Hier steht schmerzhaft. Ne? Ist mir über den Weg gelaufen, dieses Wort auf meinem Bildschirm. Und dann kamen dann diese Gedanken dazu. Ja, schmerzhaft. Ne? Viele nehmen das im Moment wahr. Viele von uns erleben gerade eine Achterbahnfahrt. Ne? Und da sind so einige Ecken auch echt schmerzhaft. Wir lecken alte Wunden. Das ist das Übliche, wenn man das Kampfgeschehen verlässt, die Waffen niederlegt und Ruhe einkehren lässt. Da wird man sich seiner Wunden überhaupt erstmal bewusst. Bis dahin hat man sich aufs Kampfgeschehen und das Gewinnen und Überleben konzentriert. Da schmerzte alles, aber man hat es halt im Kampf nur dumpf wahrgenommen. Kratzer, hat man sich gedacht. Durchhalten. Das Leben war ein einziger Adrenalinrausch, hin und her gerissen, auch auf Seelenebene. Und genau die lernen wir gerade erst wieder wahrzunehmen und somit auch die seelischen Wunden erstmal deutlich vor Augen zu sehen. All diese sind entstanden durch Erwartungen, Absichten, Überzeugungen, Gedankenlosigkeit, Unwissenheit und so weiter. Und all das zeigen uns jetzt diese Wunden im Umkehrschluss. Das heißt, wenn wir uns mit diesen Wunden beschäftigen und ihnen beim Heilen zusehen, wozu sie nichts weiter brauchen, als dass wir ihnen Ruhe geben, desto mehr kann man halt eben genau das sehen, was wir quasi falsch gemacht haben im Bestreben, glücklich zu sein. Also mit dem Ziel, glücklich zu sein. Dann sind halt eben gewisse Dinge zu tun oder zu denken oder einfach wahrzunehmen nicht sehr hilfreich. Ne? Absichten, Überzeugungen, Erwartungen, solche Sachen. Übrigens steht hier auch noch, seelische Wunden, ach, das hatte ich auch quasi schon gesagt gerade, seelische Wunden brauchen wie körperlich zum Heilen vor allem eins, nämlich Ruhe. Je mehr, desto schneller heilt alles. Ne? Ja, auch so ein Video, von dem ich weiß, dass ich es mir immer wieder mal kurz angucken werde.